Hallo meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zurück zu Vulkan Eldin. Ja, irgendwo hier war ja... Ich glaube, da will ich noch nicht hinreisen. Ich glaube, hier stecken wir mal aus. Jo. Ja, wir waren ja hier stehen geblieben und haben dann den Propeller gesucht gehabt, um weiter mit der Story voranzukommen. Weil der ist ja aus dem Wolkenhort hier runtergefallen. Und naja, jetzt müssen wir ihn suchen. Und wenn ich mich richtig erinnere, war er nämlich hier in dem Gebiet. Mal schauen, ob ich recht behalte, ob ich mich wieder irre. Das weiß ich jetzt nicht so wirklich, aber wir schauen einfach mal. Aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich irgendwo hier den neuen Dings magischen Krug gebraucht habe dafür. Um hier irgendwie weiterzukommen. Ich glaube, das war nicht der Fall. Okay, hier sind ein paar Käferchen. Kann ich mal empfangen. Alle drei mit einem Streich. Geht doch. So. Schönes Ding. Gut. Und hops. Der war, glaube ich, irgendwo, wo man runterrutschen konnte. Hier war der, glaube ich, auch nicht. Panisches Hin- und Herfuchteln wirkt immer. Mein Gott, verarsch mich nicht, Kollege. Da oben. Und hops. Das sieht schon ein bisschen verdächtig aus. Kann ich hier die Harfe spielen? Ja! Moin, Kollege. Alles gut bei dir? Wie geht's stets? Moink. Moink. Toll. Gib mir ein Erz. Danke, Kollege. Bist ja voll in Ordnung. Schieße Licht eines Artefakts der Göttin in den Himmel, findest du dort eine Schatztruhe. Vielleicht sogar ein Herzteil. Ja. Keine Ahnung, kann ich mit dem Käfer was Neues machen? Stimmt, hier ist eine Kugel. Okay, da gibt es nichts. Nee, hier ist mit rein gar nichts los im Stadion Mag. Warum ist der Saft so schnell alle von dem Ding? Na gut. So, lass mal sehen. Irgendwo hier warst du, glaube ich. Da! Dieser Berg scheint der gesuchte Windradpropeller zu sein. Ist es möglich, den Roboter zu rufen und ihn abtransportieren zu lassen? Soll ich den Roboter rufen? Jo, mach das mal. Sehr wohl, Gebieter. Ich will den Roboter wie gewünscht rufen. Tropo, komm her, altes Haus! Ja, Mann, jetzt komm ich. Ich hol den Propeller. Für die geliebte Fei, das ist doch ja wohl klar. Verehrte Fei, ihr habt mich gerufen. Das hier soll ich aber so. Das soll ich abtransportieren? Du stehst im Weg, grüner Wich. Mach gefälligst Platz, du Trottel. Ey! Siehst du? Ich sag dir doch, der Roboter hat keinen Respekt vor mir. Verstanden, ich fahr dann oben auf euch beide. Bis später. Tschüssi, Mann und weg. Ich schlage vor, dass du zurück in Folgenmeer reist und den Propeller an seinen Platz bringst. Danke, Fei. Was findet der bloß an ihr? Ich muss Fei schon die ganze Zeit ertragen ins Hyvorias, ins Skyward Sword und trotzdem verstehe ich es nicht. So, dann ins Wolkenmeer reisen. Jo. Da fällt mir aber eine Kürbisbar, könnte ich auch noch vorbeischauen. Und als ich im Zimmer gepennt habe, habe ich nämlich noch gesehen gehabt, dass dieser einer von hier, der Kleine da, von Bosus, der Bosus-Kumpels, dass der noch was für uns hatte, eine Quest. Da können wir nochmal hingehen. So, aber erstmal würde ich vorschlagen,
Wer weiß, vielleicht brauchen wir den Roboter noch irgendwo anders. Dass ich jetzt erstmal den Propeller abgebe. Ach, ich muss gar nicht abspringen oder so. Ja, dann geht das ja. So. Moinsen! Die Lieferung ist da. Ein praktischer Windradpropeller, bitte sehr. Ja, vorsichtig kannst du aber auch nicht umgehen, ne? Ruf mich jetzt halt wieder, wenn es da etwas zu transportieren gibt. Für die erfährte Fall fliege ich bis ans Ende der Welt. Ich leg für dich ein gutes Wort bei ihr ein. Irgendwie. Oh, ist die kleine Roboter von unserem Droko? Ich glaub's nicht. Das ist doch unglaublich. Du hast also tatsächlich Windpropeller aus dem Welt der unter dem Wolken geholt. War die ganze Geräte von Droko so an am Ende wirklich wahr? Ich weiß es nicht. Der wird den Wolkenvogel von seinem Nest zurück. Aber gut, ich kann ja mal versuchen, den Windrad hier zu reparieren. Das hier hin, dort, hier, der wo muss stimmen. Klopp, klopp, klopp. Das sollte es gewesen sein. Wenn du Propeller dazu kriegst, dich zu drehen, kannst du großen Windrad wohl jetzt ausrichten. Hey. Gelan, Gelan! Also, meine Frau hat mich gebeten, den Schrank zu unserem Haus zu reparieren. Sie ist ständig auf Suche nach irgendjemand, der irgendwas für sie erledigt. Dann bis später, Link. Hört sie sich doch eigentlich noch ganz nett an. Netter als Five, wenn sie was von mir will. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich mobbe ganz schön fein, ne? Natürlich, das Ding kann sie ja natürlich nicht einmal komplett rumdrehen. Nee. Geht doch. Schau dir das mal an. Moment, das Ding kommt mir bekannt vor. Gut. Hopsa. So, und zack. Oh. Komm, hallo. Spring doch, Link. Das kann es auch noch nicht sein. Ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht. Mist. Ja, hier muss jetzt irgendwie Licht hin. Aber ich habe doch kein Spiegelschild oder sowas. Vielleicht hier irgendwie. Nee. Die drei Leiten kann ich auch nicht, verstehen ja. Melis soll dem Helden. Den hellen. Was? Der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, den Weg gewiesen werden. Deswegen muss es vorher anvisieren, warum auch immer. Gut, ich zupf die Harfe. Och nee. Okay. Wie war es denn mal? Rashi-Gu-De, Rashi-Gu-De. Alter, das war jetzt aber wirklich wunderschön, Fai. Respekt. Ich sag euch, irgendwann kommt ein Coverlied von mir und Fai gleichzeitig gesungen.
Wow. Das sieht überhaupt nicht bedrohlich aus, da drinne. Gebieter, ich spüre, dass sich am Ende dieses Lichtstrahls Hinweis zu den drei Flammen befindet. Ich würde daher empfehlen, ihn näher zu untersuchen. Alles klar, mach ich. Voll schön eigentlich. Der Drashigu. Ich kenne ja keinen Drash, aber es hätte sich schon cool angehört, muss ich ja sagen. So, sagt Gasang jetzt noch irgendwas? Hallo Link, danke ausdrücklich, neulich. Dank dir, kannst viele Liegestütze extra machen. Und jetzt läuft alles viel besser. Ich schwöre dir, irgendwann werde ich bestimmt so stark wie du, Link. Soll ich jetzt nochmal zur Ritterschule gehen? Oder mein Gott, es gibt so viel zu tun. Wie gesagt, ich gehe da noch hin, aber die Kürbisbahn muss ich auch noch irgendwann. So, wo ist der Kleine? Stand er nicht eben noch hier in der Ecke irgendwo? Irgendwo habe ich den gesehen gehabt, als ich gerade auf dem Weg... Ach hier, schau mal an. Hi! Gebe ich ihn hier oder gebe ich ihn nicht? Blink, schlag dich gefälligst, siehst du rein. Ich muss hier über was sehr Wichtiges nachdenken, also spiel ab. Wie, willst du mir zuhören? Ausgerechnet du, aber... Vielleicht bist du genau der Richtige, du scheinst zu wissen, wie man mit Frauen redet. Ja, ich bin der Meister der Frauengespräche. Nee, bin ich eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt letztlich Lina das erste Mal kennengelernt habe oder auch so, wie ich überhaupt mit ihr... Ja, richtiges Wort rausgekriegt habe. Boah, ich war richtig nervös. So sehr ich hasse es zuzugeben. Naja, gut. So machen wir es, Link. Ich habe einen Auftrag für dich, wie der es geehrt fühlt. Bring dieses Papier zu ihr. Dieses Papier ist wichtig. Du musst ihr unbedingt geben. Papier. Oh, das ist Link. Warum schaust du so klar? Was? Da ist ja, ich dachte, jemand, der Papier will? Sag mal, hakt es? Das ist nicht ein einfaches Papier, das ist ein Brief. Das ist nicht zum Arsch abwischen. In jedem einzelnen Buchstaben steckt mein Herzblut. Denk nicht mal einen Traum daran, ihn in Klopapier zu benutzen. Gebe diesen Brief einer Schülerin aus der Oberstufe. Sie heißt Riwana. Weiß doch, wie ich meine. Sie trägt eine runde Mütze. Sie ist ja so hübsch und so süß. Ja, auf so einen kleinen Gefallen. Gibst du diesen Brief, diesen Verrückten da auf die Klo? Schwör es! Mittelfinger kreuzen. Ich vertraue dir meinen Brief an und ich will lesen nur ein Wort. Du hast Rex Briefs in Verwahrung genommen. Darin stehen viele persönliche Dinge. Pass auf, dass er dich irgendwo als Schmierpapier wendet. Ich doch nicht. Na dann, Link, wenn du deine Sache gut machst, darfst du den Handlanger zum Handlanger werden. Und jetzt ab mit dir. Ich glaube, ich lege mich mal kurz hin bis abends und gebe dir mal eben Klopapier. Hey, Omi, alles klar? In der letzten Nächte habe ich eine Stimme aus Toilette gehört. Wie könnte das sein, wenn jemand Phoenix leise wäre? Na gut. Ich kann ja mal gucken, was seine Verehrteste macht. Da kann ich mich ja kurz pennen legen, erst Klopapier geben. Oder ja. Ach, Moment, soll ich nicht noch mit ihm reden? Alles klar? Na, du wirkst ja schon viel fröhlicher, Link. Achso, das ist ja gleich, okay. Vielleicht nochmal nachts mit ihm reden. Ach ja. Hi. Okay, sie ist gerade nicht da. Dann mache ich das, was jeder Mann beim Mädchenzimmer tun sollte. Ich lege mich einfach in ihr Bett und penne. Da freut die sich, wenn sie sich nach Hause kommt und ein schlafender Typ drin liegt. Ich habe es morgens gemacht, ne? Mein Gott. So, bis nachts. Dann als... Ach so, selbst schon, wenn niemand wenn sie nicht abschließt. Guten Morgen, liebe Song. Hi. Ein Unverschämtheit hat sich mit Nacht in zwei Damen zu suchen. Ich will jetzt bahnen. Hast du jetzt mal verschwinden? Keine Ahnung, ob die ist jetzt wahr oder nicht, aber... Du willst reden? Hat es nicht Zeit bis morgen? Okay. Ich hab's versucht. Dann ist es halt Klopapier. So. Ich eile heute mal, oder Typ. Stimme aus dem Klo. Ich hab Papier.
Papier. Du hast mir Papier gebracht. Ich mache jetzt die Tür auf. Bitte komm her rein. Gerne doch. So schön. Da ist ja keiner. Hallo? Eine Hand, die aus dem Klodeckel ragt. Alter, da sitzt die Bediebe drauf. Papier, ich brauche Papier. Die sitzt da drauf, aber die ist im Klo. Oh, Papier für mich, ich bin so glücklich. Aber sie hat, ich glaube, das ist eine sie, weil sie hat ziemlich geschmeidige, süße Finger. Ein geschmeidiger Handfinger, muss man sagen. Aber es sieht aus wie ein Brief. Willst du mir wirklich überlassen? Klar, kannst du ja vorher mal lesen und dann... Danke, ich will ganz behutsam verwenden. Aber ich bin eine Dame, also frag nicht wofür. Wir sehen uns wieder, mein edler Ritter. Ich bin auch eine Dame, von daher... Nein! Alter! Links, sitzt da jetzt... Mann! Leg an die Spur benutzt! Die arme Dame da unten! Leg, du Potsau! Alter! So geht's hier nicht! Oh Gott, die Arme! Da hockt die schon da unten und dann auch noch. Oh Mann! Schön, dass ich die Spülung benutze, aber. Oh, oh, nee. Da hockt die schon im Klo und haut doch hier noch eine Spülung hinterher, ey. Die arme Frau. Ich habe Mitleid mit dem Geist statt mit dem Typen, der den Brief mir gegeben hat. Na, warum nicht? Den Damen in Nöten soll man immer helfen, Leute. So. Mein Gott, ich verbringe schon 3 Parts im Borkenhort, ey. Ich glaube, mit Lina war ich auch sogar schon ein paar. Also, ja, oh, geht's gut ab. So. Hi, ich habe den Brief übergeben. Link, hast du mir den Brief gegeben? Ja, also, schon. Nein, ich bin ein bisschen verrückt auf dem Klo. Ich hab dir gesagt, dass du ihn nicht tun darfst. So oft habe ich es gesagt. Leute wie dich, wie die Liebe einer in den Weg stehen, sollen vor dem Vogel gedreht werden. Ich bin aber jetzt nicht mehr dein Freund. Wir waren Freunde? Oh, wie ich dich hasse, Link. Manchmal ist es schön, ein Arschloch zu sein. Unser legendärer Held, der auch gleichzeitig einfach ein Arschloch ist. Schön. Bardos, war nicht im Bardos-Reich? Was willst du, Link? Du hast die verletzt. Ich kenne Verrückten auf dem Klo nicht. Und deinen Brief und so einen Schrank. Wie konntest du nur? Na gut. Ich glaube, die ganze Quest ist noch nicht ganz zu Ende. Ich glaube, da kommt noch was. Ich habe ja noch nichts davon gehabt. Wisst ihr, ich bin ein Egomane. Und deswegen muss ich jetzt erstmal was dafür kriegen, dass ich das gemacht habe. Also von daher, entweder von der Frau oder von dem Guten. Also, nochmal kurz schlafen und hoffen, dass die Dame sich nochmal zu Wort meldet bei mir. So. Pennt der hier immer noch? Da ist die Hand. Oder sie essen uns. Sie streicht ihn übers Gesicht oder übers Haar. Süß. Hilfe. Ah, du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Ihn hier. Oh, ja. Weil du mir diesen Brief von ihm gebracht hast. Durch diesen wunderschönen Liebesbrief habe ich mich in Handumdrehen verliebt. Er füllt mein Herz aus, lässt es höher schlagen und im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Oh. Ja, Mann! Ich hab's! Juwel der Güte! Okidoki. Bam! Zack! Tu mit dem. Ach, Geliebter, ich bleib für immer bei dir. Och, die sind so süß. Schönes Paar. Wie gesagt, manchmal tut es gut, einfach ein Arschloch zu sein.
Zum Glück bin ich noch nicht monetarisierbar, sonst wäre das Geld jetzt lange weg. Aber, tja, außerdem ganz im Ernst, ich finde ja bisher, die Geisterhand war ja bisher ganz lieb. Ach, der braucht noch mehr Ausdauertränke, oder? Ja. Gut. Dann lass mich mal einmal kurz bis morgen schlafen. Und dann gehe ich nochmal hier zu unserem Dämonenfreund. Und dann ist gut. Kürbisbar muss im nächsten Part kommen. Dann geht's auch da rein und alles. Also, was willst schon? Oh yeah. So. So, ich glaube, mehr gibt's ja auch nicht. Was könnte ich eigentlich von ihm bekommen? Herzteil vielleicht, wäre aber ein bisschen lame. Gut, dann schaue ich jetzt mal. Jetzt habe ich aber einen ziemlich langen Weg vor mir. Ob bin ich kurz... Wo kann ich vielleicht fliegen? Ist das näher dran? Ich glaube gar nicht mal so sehr. Muss man echt mein Erspartes aufbessern. So. Jetzt bin ich eigentlich angekommen. Hi! Ich habe 30 Stück mitgebracht. Oh, du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich, nehme dieser Zeit meine Dankbarkeit. Du hast die größere Geldbörse erhalten. Sieh bitte mehr Platz für deine alte Geldbörse. Hier kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Schön, aber ich habe gerade kein Geld. Das ist die ganze Menge an Juwelen, Güte, die du ja gesammelt hast. Nur noch ein wenig mehr und ich kann endlich ein Mensch werden. What? Achtung, du solltest diese Truhe doch besser nicht öffnen. Da befindet sich etwas Gefährliches. Was sind da gefährlich denn? Ist das eine zweite Fall? Oh Gott, bitte nicht. Nun, darin befindet sich wohl furchterregste Medaille, die es gibt, die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf deine Reisen viel mehr Rubinen finden als zuvor. Auch Schätze werden da leichter zu finden sein. Doch im Gegenzug, oh. Und weiter. Das Schreckliche daran kommt erst noch. In diesem Medaille bei dir trägst, kannst du deine Tasche nicht mehr öffnen. Und das bedeutet, du kannst auch keine Herzringe mehr an dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Verstehst du nun, was ich vorhin Fulterringes meinte? Ich bitte dich, öffne die Truhe nicht. Oh no, that's not. Kann ich die nicht irgendwie wieder ablehnen? Bestimmt, oder? Ganz im Ernst, ich hätte damit jetzt nicht so ein großes Problem. Damit jetzt ehrlich gesagt wirklich kein großes Problem, wenn ich meine Sache nicht öffnen könnte. Bisher habe ich sie noch nicht wirklich gebraucht. Aber ich spreche nochmal lieber vorher. Ja. Mein ganz im Ernst, ich spiele eh immer gerne ohne Schild, von daher. Na gut, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und wer von den ganzen Paaren, die wir jetzt kennengelernt haben, ist so euer Traum-Shipping-Paar? Dass sie sagt so, boah, diese müssen zusammenkommen hier. Fei und der Roboter, der Typ hier und seine Geisterhand. So viel Liebe liegt in der Luft. Laufe sind sehr. Ach, ist doch schön. Freunde, gerne einen Kommentar lassen, Like drauf geben und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.